Hallihallo Minecraft-Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Legends. Wenn ihr euch wundert, was ich da gerade komisches mache, warum ich mit einer Kuh zusammen im Boot sitze, das werde ich euch gleich erklären, beziehungsweise werdet ihr es auch gleich sehen, sobald die Z-Koordinate 1000 beträgt. Das ist nur ziemlich schwierig, weil ich irgendwie gerade wieder extrem rumbugge, beziehungsweise der Server extrem rumbuggt, und ihr seht schon, ich bin gerade wieder aus dem Boot rausgeglitscht, während das Boot 20 Blöcke weitergefahren ist oder sowas. Und ja, da hinten drin ist eine Kuh, denn ich habe einen Unterwassertempel gefunden. Und den möchte ich jetzt ein bisschen plündern. Das Problem ist, ich habe nicht das Equipment dazu, um den komplett zu plündern. Und deswegen nehme ich mir eine Kuh mit, einmal. Und die anderen muss ich halt noch leer machen. Und dann kann ich die Kuh immer melken und den Abbaulähmungseffekt wegbekommen. Und dann baue ich mir einfach so eine kleine Basis über dem Tempel drüber. Gleich lege ich wieder raus. Ja. Baue ich mir so eine kleine Basis über dem Tempel. Und ziehe diese Basis nach unten, sodass dass ich einen komplett abgekapselten Bereich habe, in dem die Guardians nicht hinkommen. Da platziere ich dann die Kuh rein. Ah, da vorne ist der Tempel schon. Okay, jetzt wird's kritisch. Ich habe mir genug Essen gemacht, dass ich mich auf jeden Fall wieder früher heilen kann, wenn ich low bin. Und ansonsten habe ich Fackeln dabei, falls ich unter Wasser bin. Und ein paar Bildblöcke. So. Also. Nochmal hier rein. So. Okay. Also. Ich muss mich nochmal mental vorbereiten. Und jetzt. Hier, da ist der Tempel. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich nicht nochmal rausbugge, ansonsten RIP. Ich bin nochmal rausgebuggt. Ich hoffe, ich bugge nicht direkt über dem Tempel raus. Das wäre nämlich mies. Lass dich reinsetzen. Ins Boot, ich will ins Boot. Oh. Echt schlimm. Warum bugge ich denn heute so rum? Okay, jetzt geht es. So, momentan sehe ich hier keine Guardians. Das ist gut. Aber ich glaube, ich bugge gleich nochmal auf. Ja, mach ich. So, ich hoffe jetzt mal, dass keine Guardians spawnen und meine Kuh abschießen, denn ansonsten, RIP, dann, ja, habe ich ein Problem. Boah, mit First Try konnte ich mich da reinsetzen, krass. So, und jetzt lass das Boot bitte bis dahin fahren, dass ich hier aussteigen kann, genau. Ach nee, ich muss nochmal rausbacken, ja. Ja, muss ich. Na gut, dann kann ich gleich so eine kleine Plattform unter der Kuh bauen. Beziehungsweise um die Kuh drumherum. Es kommen schon irgendwelche crazy Geräusche. Da drüben ist schon der erste Guardian. Aber nicht mit meiner Kuh. Ah, sehr schön, da habe ich schon das erste Mal den Abbaulähmungseffekt bekommen. So, und dann kann sich gleich mal meine Taktik bewähren. Und zwar, einmal muss ich hier das Wasser rausnehmen. Ach so, tut mir leid, lieber Server und die Verbindung von mir. Ich habe vergessen, dass du keinen Bock auf mich hast. Und hier nochmal. Und jetzt platziere ich einfach mal die ganzen Wassereimer nach da dran an die Wand, so dass ich die Eimer für Milch nehmen kann. Ups. Und dann werde ich versuchen, alleine einen Unterwassertempel zu plündern. Oha, das ist der erste Guardian, der mich instant fokust. Ja gut. Zum Glück hat man auch die Partikel gesehen von dem. Warte mal. Der macht jetzt aber nichts mit meiner Kuh, oder? Nee, gut. So, und jetzt gucke ich mal. Kuh gemolken, sehr schön, wenn ich das jetzt trinke. Hä, lol. Als ob der mich von da gefokust hat. Okay, aber ich kann kurzzeitig etwas abbauen. Dann habe ich 5 Milcheimer dabei. Und damit werde ich dann ein bisschen was anstellen können. So, erstmal hier die Base ein bisschen safe gebaut.
Dann wieder Milch getrunken. Abbauen. Schaufel. Genau. Und jetzt werde ich mich hier so langsam nach unten durcharbeiten. Ah, tut mir leid, Internet, dass du wieder keinen Bock auf mich hast. So. Und arbeite mich jetzt hier so ein bisschen nach unten. Hier so zubauen. Vergessen immer mal Luft holen. Und oh, es ist ziemlich dunkel hier. Ziemlich, ziemlich dunkel. Und ich müsste mir hier irgendwie noch einen kleinen Weg rausbauen. Vielleicht diesen Stein hier abbauen oder so. Boah, ich bin irgendwie gerade mega aufgeregt. Ich höre schon wieder die Gartengeräusche. Yay, da ist wieder die Abbau-Demo. Nehme ich mir gleich mal noch einen Eimer. So, dann kommt jetzt hier an der Stein. Und jetzt versuche ich hier auch gleichzeitig mal noch das Wasser ein bisschen zu entfernen. Also. So. Und so will ich mich jetzt ein bisschen in den Tempel runterarbeiten, sodass ich komplett einen komplett isolierten Bereich habe. Das heißt, ich springe hier nochmal rein. Oh. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Und jetzt baue ich einfach. Warte, hier, das ist offen. Ja. Okay, dann baue ich das einfach mal hier so zu. Ah, tut mir leid, dass das Internet keinen Bock heute hat. Kann ich nichts gegen machen. Oh, ich habe immer Angst, dass die Teile mich fokussen. Ich gönne mir mal ein Brot. So, jetzt sieht man unter Wasser ein bisschen was. Oh. Lol. Na, sieh an, da unten ist der Riesengalien. Oh. Ha. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst. Aber der ist ja nicht wirklich, oder? Nee. Es war nur irgendwie ein komischer Bug. Ich finde diese Tempel schon ziemlich unheimlich. Also vor allem das ist ziemlich unheimlich. Okay, aber jetzt bin ich erstmal durch. Mach das so hier. Und ich habe auch Holz mitgenommen, genau. Boah, wenn ich jetzt kein Holz mitgenommen hätte. So, das heißt, ich baue mir hier mal eine Werkbank. Hier oben mache ich auch mal eine Fackel. So. Und in die Werkbank, aus der Werkbank, werde ich mir jetzt ein paar Leitern machen. Boah, was geht denn heute mit meinem Internet? Mache ich mir jetzt einfach ein paar Leitern. So. Leiters. Und die gehen dann hier schön nach unten. Vielleicht noch ein bisschen höher. So, genau. Dann kann ich mich immer hier dran verstecken. Dann kann ich hier schön nach unten gehen. Und hier noch die Erdblöcke abbauen. Nicht, weil ich Abbaulähmung habe. Sehr gut. So muss das aussehen. Oh, verdammt. Sorry wegen dem Skype-Geräusch. Hier. Wieder Abbaulimo bekommen, wieder Milch mitnehmen. Und jetzt erstmal das ganze Wasser hier entfernen. Das kann weg. Brauche ich auch nicht. Warte. Muss hier beginnen. So, genau. Oha. Leute, da unten muss der Chaos Guardian. Warte, nicht Chaos Guardian. Chaos Guardian ist was anderes. Das ist aus einem Scaffold 2 Modpack. Nee, da unten muss der Guardian sein. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem. Ich
nehme mir hier einfach mal ein paar mehr Milcheimer. Und einen davon müsste ich mir jetzt mal gönnen. Ah ja, vergessen, dass alles gerade keinen Bock auf mich hat. Cool, ich habe auch durch irgendwas Schaden bekommen. Wie lange es einfach dauert, um zu essen. Egal, ich sag euch, wenn ich jetzt timeoute. Ach komm schon. Server. Internet. Bitte mach etwas Sinnvolles. So, nach gefühlten 5 Stunden Essen hat es dann doch funktioniert. Und da unten drinne, da ist jetzt der Garten. Ja. Vor dem ich extrem viel Angst habe, weil ich nur Eisenrüstung habe. Aber ich möchte ihn trotzdem töten. Achso, einen Abbau nehmen. Der kann mich nicht hier durchfokussen, oder? Ich mach mal kurz F3B, dass ich seine Hitboxen sehe. Jetzt springe ich hier mal ganz kurz rein. Lol. Kann sein, dass es hier gar nicht ist. Oh doch, da war er. Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschreckt. Okay, wie stelle ich jetzt am dümmsten an? Ich brauche wieder Bildungsblöcke. Auf jeden Fall baue ich hier mal eine Fackel hin. Dass ich ein bisschen besser sehe. Okay, er hat mich gefokust. Aber nicht mit mir, Freundchen. Hit. Warum kann ich ihn manchmal nicht schlagen? Ich kann ihn halt manchmal echt nicht hitten. Nicht mit mir, Freundchen. Ups, Fackel wieder platzieren. Los, drauf, jetzt, töten. Hallo. Das ist manchmal echt komisch. Ich kann ihn halt manchmal einfach nicht schlagen. Achso, nee, es lag bei mir vermutlich gerade. Dann gehe ich lieber aus dem Wasser eine Weile raus. Nicht, dass ich irgendwie aus Versehen sterbe. Oha, macht der Damage. Erstmal warten, bis ich was essen kann. Und jetzt ist die Abbaulähmung auch wieder da. Das heißt, ich gönne mir nochmal Milch. Würde ich mir gerne gönnen. Cool, hat sogar funktioniert. Also damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Aua. Okay, also gerade eben war der ein bisschen friedlicher. Lol, als ob der mich hier durchgetroffen hat. Ah ja, buggt nicht oder sowas. Ach du Gott, wie konnte er mich hier wie fokussiert der mich denn, bitteschön? Ah, okay, tut er nicht. Es ist einfach nur buggy. Mann! Ich will einen Unterwassertempel plündern. Da kann man nicht mit Bugs und mit Lags spielen. So, da unten ist er. Cool. Versperrt mir den Weg. Also so, dass... Ich hoffe, ich sterbe daran jetzt nicht. Okay, wo ist er? Ich habe keinen Plan, wo der gerade ist. Hä? Okay, da ist er. Drauf. Oh, es lädt schon wieder. Wie soll man denn einen Tempel plündern? Oh mein Gott, ich habe ihn gekillt. Ich habe wirklich den... Ich habe ihn getötet. GG. Ich habe auch einen Schwamm bekommen. Den werde ich jetzt gleich mal einsetzen. Und das Wasser da unten ein bisschen entfernen. Aber erstmal hole ich mir wieder ein bisschen was an Milch. Cobblestone muss ich jetzt mal kurz den nehmen. 1, 2, 3 Stück brauche ich noch. Und machen wir dann Ofen draus. Habe ich mich verzählt oder ist einer irgendwie runtergefallen? So. Hier. Ofen nehmen. Dann habe ich jetzt hier einen Schwamm. Und den muss ich ein paar Mal. Ups, nach unten soll. Ein paar Mal platzieren, denke ich mal.
Also einfach A, da wäre der Cobblestone gewesen. Platzieren. Und ja. Warte mal. Nasse Schwämme, nehmen die auch Wasser weg? Nee. Lol, wo ist jetzt der Schwamm hin? Leckt es schon wieder. Ah, da ist der Schwamm hin. Okay. Dann muss ich jetzt hier hochschwimmen. Und das Wasser wegmachen. Und dann, warte, da ist noch ein Eingang. Diesen Eingang mache ich nochmal schnell zu. Denn der sieht so aus, als könnte da was rauskommen. Beziehungsweise rein. So. Warum habe ich eigentlich niemanden, der mir dabei hilft? Ich habe zwar nachgefragt, aber irgendwie hatten alle Angst, mit Eisenrüstung in den Tempel zu gehen. Vollkommen unverständlich. Okay. Trockener Schwamm gegönnt. Kompletter oberer Bereich des Tempels. Wasserfrei und geclaimed. Gegönnt. Ja. Ich habe das einfach mal so mit den ganzen Schwämmen gemacht. Es hat irgendwie 20 Minuten gedauert, weil ich alle 3 Minuten, 2 Minuten warten musste, bis ich auf den Ofen wieder zugreifen konnte. Aber sonst ging's. Ja, also ich habe einfach immer Schwämme genommen, platziert, Schwämme genommen, platziert und so weiter, wie man halt macht. Und ich habe auch kein einziges Mal Abbaulähmung bekommen. Also es könnte bedeuten, dass bereits alle aus dem Tempel besiegt sind, alle von den Guardians. Das wäre richtig nice. Alles klar, was geht da wieder mit dem Internet? So, das heißt, ich baue mir hier auch mal so ein bisschen was von den Steinen ab, deswegen bin ich ja eigentlich hier. Vor allem hier, die sehen ziemlich schön aus. Vielleicht kann ich das an ein paar Zandalen verkaufen oder so. Und ansonsten, ja, nehme ich das so ein bisschen auseinander, hier diesen Raum. Vor allem an den Seelaternen bin ich interessiert, denn die passen auch so ein bisschen zum Elfenstyle. Und dann muss ich halt mal gucken, ob ich irgendwo solche Prismarinscherben herbekomme. Da muss ich noch ein paar von den Guardians töten. Davor habe ich eigentlich am meisten Angst. Denn, ja, die sind böse. Vor allem so viele. Und wenn man so wenig sieht im Wasser. Ich meine, ich kann ja mal gucken. Grafik, die Helligkeit ist bereits auf hell geschaltet. Also, man sieht da wirklich nicht so viel. Und ich kann mir auch keine Tränke brauen, weil die Netherfarm-Welten gerade nicht gehen und man somit keinen Braustand bekommen kann. Und alle anderen Leute nicht die Braustände, also alle anderen, die einen Braustand haben, alle anderen die Braustände nicht benutzen lassen, weil das asoziale Spieler sind. Ja. Gut, ich würde sagen, das war's von der Folge. Ich mache das so ein bisschen als Doppelfolge. Also, ich werde jetzt noch eine Folge dranhängen, die am selben Tag oder morgen rauskommt. Kommt drauf an, wie schnell mein Internet ist. Momentan tendiert es eher zu morgen, aber ist ja auch egal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, dann claim ich den Tempel komplett und gönne mir auch die Goldblöcke, wenn die nicht schon weg sind. Also wir sehen uns, bis dann, ciao, ciao.